Hallo, guten Abend, guten Morgen. Noch bist du wieder da. Heute ist schon 27. Am Oktober, glaube ich. Ich habe vergessen, ja, welcher Tag heute ist. Und ja, heute, ja, ich weiß nicht ganz genau, was oder worüber ich sprechen soll. Aber ja, heute möchte ich über meinen Deutschkurs sprechen. So, ich habe schon B2-2 gemacht. Und B2-2-Kurs, so hat letzte Donnerstag endet, also vorgestern. Und ja, es hat für 2 Monate gedauert und ungefähr oder fast 10 Studenten hat an dem Deutschkurs teilgenommen und es war sehr interessant für mich. Und es gab 4 Studenten aus verschiedenen Ländern, zum Beispiel aus Frankreich und Italien und Japan, ja, ich, und aus Korea und Ägypten und India und Serbien oder ja, Kroatien oder ja, ich erinnere mich nicht ganz genau, aber so, es gab ja 4 Studenten aus ja, anderen Ländern. Und ja, die Lehrerin war sehr nett und wir konnten sehr im Deutschkurs sehr Spaß machen konnten. Und ja, die Zeit, ich habe das Gefühl, dass die Zeit sehr, sehr schnell vorbei ist. Und ja, und der nächste, also B2-2 ist schon vorbei, aber nächste Kurs, an dem ich teilnehme, ist B2-3, der nächste Montag schon beginnt. Und ja, ich hoffe, dass ja, ich sehr gut Deutsch lerne. Und ja, ich bin ein bisschen, oder ich habe ein bisschen Sorge, Angst vielleicht. Also ich weiß nicht, welche Studenten an dem Kurs teilnehmen, und ich weiß nicht, wie viele Studenten kommen. Und ich glaube, dass die Lehrerin gleich ist. So, ich weiß, dass sie sehr nett ist und sehr gut Lehrerin ist. Und ja, aber ich habe Angst, aber ich habe auch, wie heißt das? Ich habe auch spannend. Excited. Wie kann ich das auch? Ja, egal. Und ja, anyway, so. Ja, jetzt esse ich Abendessen und noch schönen Abend, schönen Sonntag und schönes Wochenende, und ja, bis nächstes Mal. Ja. Ich muss, ja, es ist besser, glaube ich, dass worüber ich spreche, oder ich muss entscheiden, worüber ich sprechen werde. Ja, dann bis nächstes Mal.